Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Features of Ava. Wir müssen mit Tabitha reden. Mal schauen, was sie zu sagen hat. Du wolltest reden. Ja, erinnerst du dich noch an Dr. Margaret Tour? Deine idolerste Kinder? Du hast ständig von ihr geredet. Dr. Tour hat den Zygni-Pavian entdeckt. Dr. Tour hat ein ganzes Jahr lang mit Xenowölfen zusammengelebt. Ja, ja, schon gut. Du warst besessen von ihr. Also, was ist mit ihr? Als sie noch im Außendienst für Aleph gearbeitet hat, hat Margaret Tour fast alle bekannten Planeten besucht. Mhm. Und einer der Planeten, auf denen sie stationiert war, war Ava. Natürlich. Ich wusste doch, dass ich in der Ava-Pedia was von ihr gelesen habe. Mhm. Und es glauben als Vaeti es mir erzählt hat, aber Dr. Tour hat in einem wissenschaftlichen Reservat hier im Grasland gearbeitet. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte, Vic, die letzten Aleph-Forscher hatten es ziemlich eilig, hier wegzukommen. Aus ihre alten Gebäude gesehen, sie haben nicht mal ihre Notizen mitgenommen. Hm. In einem der Gebäude muss auch etwas von Dr. Tour sein. Was ist mit, halt dich an den Plan? Hm. Ich weiß, aber wann bitte ich schon mal um sowas? Bitte, sieh einfach mal nach. Du bist so ein Fangirl. Ja, bring mir alles, was du findest. Notizen, Tagebücher, alles, wo Margarets Name draufsteht. Mhm. Ach, jetzt nennst du dich schon Margaret. Meine gute alte Freundin Margaret. Halt die Klappe, jetzt geh schon. Okay. Ich gehe ja. Guck mal, du hast noch eine Nebenquest für mich, hä? Huh? Ishar. Guten Tag. Oh, die Gehende ist wieder da. Drei Menschen sind dieser Tag auf Ava, aber nur einer geht. Eine Freundin kann auch gehen. Vielleicht. Du wirst überall auf dem Planeten hingehen, ja? Ja, wir retten Kreaturen aus jedem... Moment mal. Wird unsere Besprechungen belauscht? Wir hören nur Avas Lieder. Aha. Manchmal singt Ava von den Fremden, wie sie uns helfen können. Hm. Verstehe, und wobei könnte ein gewiefter alter Kräutersammler Hilfe brauchen? Siehst du diese Beete? Es sind vier. Eins für jede Region von Ava. Unser Traum ist es, dass jedes Beet von Blüten geziert wird. Ein Beet pro Region. Farben von Avas Herbst. Hm. Eine Sammlung der wichtigsten Pflanzenarten wäre wirklich gut. Im Falle einer Evakuierung könnten wir alle Pflanzen leicht von einem Ort aus transportieren. Eine seltsame Sichtweise, aber Hauptsache sie motiviert dich, Gehende. Okay, ich mach's. Ich sammle Pflanzen aus jeder Region für dich. Wundervoll, komm wieder, wenn du genug Pflanzen aus einer Region gesammelt hast. Dann pflanzen wir sie hier ein. Hast du die Pflanzen des Grasans gesammelt? Ach, guck mal, ich hab schon alles, okay. Sehr freundlich, siehst du das Beet? Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, wird es voller Blumen sein. Was die anderen Regionen betrifft. Ich kümmere mich drum. So, guck mal. Kann ich das schon alles mitnehmen? Cool. Gut, das ist jetzt natürlich alles nur das Grasland, ne? Das ist klar. Kann ich noch was herstellen? Das hier. Ja, das war nicht gut. Ja, aber trotzdem zwei bekommen. Mal den hier noch. Drei Stück. Wunderbar. Okay. Ist doch hier aber noch irgendwo... eine andere Nebenquest zum Annehmen gewesen, oder nicht? Ja, guck mal, doch da. Hier irgendwo. Ah, da oben. Okay. Got it. Vaeti, was willst du? Danke für den Seilbahngriff. Gefällt dieser alte Menschenschrott wirklich was? Er erinnert an unsere alten Freunde. Bemerkenswerte Menschen. Einfach bemerkenswert. Du kanntest die Forscher der letzten Aleph-Expedition? Die Menschen waren so neuartig für uns, besonders als wir noch jung waren. Einen vermissen wir ganz besonders. Dr. Dupont, unseren besten Freund. Aber das ist schon lange her. Wir wissen nicht mal mehr, wie der Doktor aussieht. Ach, dafür gibt es Fotos. Sie helfen dem Gedächtnis auf die Sprünge. Oh ja, Fotos. Bemerkenswerte Freuden der Menschheit. Leider haben wir keine von unserem Doktor. Wenn wir die Augen schließen, sehen wir Dr. Duponts Ausweis, der in einem Mantel befestigt ist. Und das Gesicht auf dem Ausweis? Daran erinnern wir uns nicht. Ist das nicht seltsam? Vielleicht finden wir den Ausweis ja eines Tages beim Schrottsammeln. Könnte dir helfen, wenn du mir sagst, wo ich anfangen soll?
Wirklich? Oh, danke, danke, du bist bemerkenswert. In der Nähe gibt es eine Graslandbasis, in der viele kaputte Geräte und alte Menschenmaschinen stehen, die wir nicht verstehen. Willst du dort mal nachsehen? Das kann ich machen. Können wir sogar als aktive Quest. Guck mal, die falsche Taste. Oh, das ist aber... Ah, da war ich aber auch schon. Kann man sogar eine Schnellreise hinmachen? So, und dann machen wir mal alles hier. Mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht hier im Zimmer. Notizbuch von Dr. Margaret Tour. Ei! So, famous Dr. Tour liked to doodle creatures in the margins of her notebook. Just like Tabitha. She's gonna love that. Aber das ist nicht das, was ich suche. Kaputter PDA. Broken PDA. Tabitha could repair this. Might tell me where the team stored their ID badges. Immer die falsche Taste, ey. Gut, dann gehen wir mal zurück zu Tabitha. Kann ich dahin keine Schnellreise machen? Was da? Nee, da, ich kann aber ins Dorf keine Schnellreise machen. Okay. Ja, dann. Ist es halt so. Da muss ich halt jedes Mal schnell hier hinlaufen. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Tabitha, Liebes. Ein kaputter PDA. So, lass mich mal sehen. Hm. Oh Mann. Das Plastikgehäuse ist so billig, dass die Batterie sich verschiebt. Das gleiche Problem, das wir mit unseren modernen PDAs auch haben. Typisch Aleph. Warum ein Problem beheben, wenn man es zur Tradition machen kann? Drück gerne fest auf die Unterseite, wenn du ihn einschaltest. Wie sonst auch immer. Ich leg dir den PDA auf den Schreibtisch. Vergiss ihn nicht. Und das Notizbuch. Lass mich mal sehen. Unglaublich, hier steht alles drin. Namenkultur, linguistische Neuroplastizität. Was denn? Sind das Zeichnungen? Die Aleph Prime Basis skizziert. Mein Gott, die ist in den letzten 25 Jahren aber ganz schön heruntergekommen. Und dieser Wasserfall. Ich wusste nicht, dass Dr. Tour so gut zeichnen kann. Wann hast du das letzte Mal was gezeichnet hab? Ich muss auf die Forschung konzentrieren. Ich habe keine Zeit zum Kritzeln. Margaret aber schon? Ja, anscheinend schon. Danke, Vic. Das werde ich mir noch günstiger ansehen. Okay. I hear you, Nimar. You don't have to... Break, break. Don't talk. Request presence. Favor required. Over. All right, all right. We'll comply. Or whatever. Yeah. Kann ich mit ihm... Ich kann mit ihm nicht reden, hä? Huh? Zeig mal die anderen Quests. Bei Datenbank? Nee. Avapedia? Nee. Wie sehe ich denn meine Quests? Drei Quests verfügbar. Schau, schau mal hinter den Wasserfall. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier zu Nima. Was willst du? Roger, melde. Bitte rede nochmal. Die Vertiefung in diesem Podest? Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Ich muss ganz sicher gehen. Auf der anderen Seite des Viadukts im oberen Stock ist ein verschlossenes Tor, das früher in den Dschungel führte. Ich muss wissen, wie dieses Tor aussieht. Aus archäologischen Gründen. Soll ich dir ein Foto bringen? Ja, ja, eins von diesen winzigen, fantasielosen Menschenbildern. Ich muss ohnehin irgendwie einen Weg in den Dschungel finden, also... kann es nicht schaden, mir das Tor mal anzusehen. Im oberen Schocksacks, auf der anderen Seite des Viadukts. Das schaffe ich. Ja. Aber... will das hier jetzt machen? Ein menschliches Versteck markieren. Ist weit weg. Ich glaube nicht, dass das so weit weg ist, ne? Mal gucken, wie der Fallschaden hier aussieht. Oh. Verheerend. Der Fallschaden ist verheerend. Okay. Ein Erfolg.
stirbt durch einen Sturz. Das ist ein Erfolg in dem Spiel. Ja, gut. Na dann. Jetzt müssen wir aber die Quest wieder markieren. Ja, genau. So. Da geht's. Ist hier irgendwo noch eine Rettungsquest? Was ist mit euch? Wollt ihr kämpfen oder? Keine Ahnung. Was ist da oben los? Achso, das ist zum Sachen herstellen. Das brauche ich nicht. Ey! Oh, ich hab's nicht gesehen, sorry. Nee? Nein, falsch! Ja, guck mal. Seid lieb zu mir. So, jetzt gehen wir mal zum Wasserfall. Respektive hinter dem Wasserfall. Falls das geht. Das geht tatsächlich. Hey. Gesundheitspaket. Okay. Aber noch eins, um die Gesamtgesundheit zu erhöhen, finde ich gut. Dr. Duponts Ausweis. Ah. Dr. Duponts ID Badge. So this is the face Viola has been looking for. Ja, dann können wir das dem Kollegen zurückbringen. Sehr gut. Und hier wäre noch ein anderer Eingang gewesen. Okay. Dann mal hier noch so. Okay. Den Tiere muss ich hier retten. Sehr gut. Immer mitkommen hier. Ja, komm, ich bringe die mal zurück. Warte mal noch. Verbinden. Hier. Ah ne, hier, so. Brav. So, teleportieren. Gut. Nein, wieder war. Oh doch, es hat trotzdem funktioniert. Okay. Ja, nice. Obwohl ich mich verklickt habe. Kommt mal mit. Danke. Die Rettung des Tamura-Graslands. Fertig. Okay. Machst du da. Aber es sind ja hier noch mehr Tiere, die ich teleportieren muss. Ich höre hier doch was. Oder sind die da oben? Ich glaube, die sind da oben, ne? Aber wie komme ich denn da hoch? Wie? Ah, wahrscheinlich hier. Ja. Na komm. Wo haben wir denn? Oh, scheiße. Okay. Machen wir so noch. Haben wir alles? Sehr gut. Du auch noch, komm. Na komm. Oh, shit. Come on, mein Kleiner. Immer noch nicht. Aber jetzt. Okay. Gut. Sonst noch einer? Nee, ne? Doch, hier hinten. Guck mal. Mach auch noch ein paar von denen.
Ja, scheiße. Oh Gott. Okay, warte. Nee, das ist nicht gut. Komm. Na los. Das ist gut. Komm schon. Beschleunigende. Mühsam. Na komm. Das ist ein bisschen. Betty T war hier. Einfach nicht, hä? Come on. So, komm jetzt. Habe ich alles? Okay. Gut, dann kommt mal alle mit. Hier hinten auch bitte. Ja, los. Alle mitkommen. Und dann bringen wir euch zurück. Na komm. Ja. Noch einen so einen Maulwurf brauche ich, hä? Ein einziger? Wo soll der denn sein? Gut, ich kann die da drüben holen, wenn das geht. Nee, das geht nicht. Vielleicht finde ich ihn ja hier irgendwo. Irgendwo muss er ja sein. Ah, guck mal, hier ist er. Der ist vorhin nicht mitgekommen. Okay, komm mit, mein Kleiner. Das hat bei dir irgendwie nicht so funktioniert vorhin, ha? Come on. Und teleportieren. Zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Muss ich teleportieren mich jetzt mal nicht. Guck mal hier. Ah. Warte mal. Meditieren. So. Wieder zwei Fähigkeitspunkte, ha? Was mache ich denn damit? Verbrauchsobjekte sind stärker. Reduziere die Kosten für die Erforschung neuer Rezepte. Wenn der Ushun-Zauber eine Kreatur schweben lässt, erzeugt er sofort eine Überladungszeit. Der Basisstrahl absorbiert die Infektion jetzt schneller. Ja, komm. Das machen wir. Gut. Sehr gut. Akzeptieren. Und dann können wir langsam zurückgehen. Ja, komm. Wir gehen zurück ins Dorf. Hier noch ganze Material mitnehmen, was wir finden können. Ihr müsst keine Angst haben, meine Lieben. Ich tue euch nichts. Ich tue euch doch nichts. Dann komme ich denn jetzt hier am besten wieder rein. Hier. Komm. Ich will unserem Kollegen noch schnell den Ausweis zurückbringen. Waiti, mein Lieber. Hier. Einen ganzen Container voll Kugelschreiber. Was? Nein, den Ausweis von einem Freund, Dr. Dupont. Hier hast du ihn. Oh ja, das bedeutet uns auch viel. Danke, bemerkenswert. Hey, kurze Frage. Ich habe ein paar Notizen vom alten Erlauf-Team gefunden. Willst du mir das über die Teammitglieder erzählen? Schließlich kanntest du sie. Aber klar doch, was sollen wir dir erklären? Ah, nee. Nix. Ich wollte eigentlich nur die Quest erledigen, ne? Ein menschliches Versteck ist abgeschlossen. Okay. Fotografiere das Tor. Ist das weit weg? Ja, na gut. Das geht eigentlich. Gib Ishar alle 6 Pflanzenarten aus dem Tor. Ja gut, da kann ich jetzt eh nichts machen. Dann
Können wir eigentlich da hingehen, zum wissenschaftlichen Refugium? Ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.